Ich hau hier gar keinen an. Doch. Nein. Hast du gerade gemacht? Nein. Ich sagte nur, okay, Chrissy. Maja. So. So. Ja, die machen wohl die ganze Hauptquest weiter, ne? Mit der Hauptquest, dann sollen wir eine Expedition zur großen Schlucht starten. Ja, die müssen wir, glaube ich, alleine machen, ne? Erstmal? Weiß ich jetzt nicht. Glaub schon, erstmal. Ich gehe schon mal hin und vielleicht muss ich mal ein Notsignal senden. Jo. Ja, wir kommen doch einfach nur ins neue Gebiet schnell. Genau. Also soll ich da erstmal selber hingehen oder soll ich erstmal warten? Okay. Ich geh grad hin. Ich glaube, das ist sogar mit Cutscene. Dann geh ich mal hier. Geh mal hier, große Schlucht. Nee, ist keine Cutscene. Ja, du musst aber trotzdem da durch, ne? Ja, du musst trotzdem mal da durch. Und dann bin ich das Cutscene. Danke, Spiel, dass du mir sagst, dass ich mich mit dem linken Stick bewegen kann. Willkommen. Bin da. Also war ja kurz nach dem Kampf. Oh, mit WS bewegt man sich. Es war ja kurz nach dem. Nach dem Kampf gegen dieses riesige Vieh, was sich hier durchgeschlagen hat, ne? Ganz genau. Der Sora Magdaros. Mm, ja, genau. Warum sagt das das denn? Ich hab keine Ahnung. Also, wenn man jetzt einen Kampf bewegt, dann hat man echt ein Problem. Nee, eigentlich nicht. Es ist echt bewundernswert, wenn man es nicht weiß und bis dahin geschafft hat. Ja gut, ich könnte die Waffe ziehen und auch die ganze Zeit springen, um mich fortzubewegen. Oh Gott. Dauert bestimmt nicht lange, oder? Nein, überhaupt nicht. Ach ja, das Gebiet. Das ist so schön. Oh ja. Schon die ganze Zeit drauf. Ehrlich gesagt, auf das Gebiet danach freue ich mich noch mehr, da gibt es eine gute Rüstung. Zumindest für mich. Ach, einmal runterfallen, danach merkst du nicht mehr. Kein Thema. Was war eigentlich mit deinem Stream los? Der war immer raus, ne? Ich hab vergessen, meinen Controller anzuschließen, dabei habe ich mein Internetkabel gezogen. Ja, gut. Das Korallenhochland, oha, was? Ja. Das war das letzte Stück, das rennen darf. Ja. Da haben wir, glaube ich, sehr viel Zeit drin verbracht. Ja. Ich denke mir gerade wieder nur, du blöde Olle. Was fliegt da unten? Das sieht nicht sehr nett aus. Leviathan. Dass mein Knochenhelm dabei nicht kaputt gegangen ist. Forschungsbasis. Ja. Das ist eine neue Hütte, ist? Mhm. Und die alte ist dann irrelevant? Die alte? Na, da, wo wir vorher gewohnt haben. Nein, nein. Nein, 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 das ist nicht irrelevant. Ah, okay. Bleibt die Hauptbasis.
Also ich kann schon mit der Anführung da reden, ne? Ja. Ja. Ich glaube, ich schaue mich jetzt mal um. Und ist das Punkt, Punkt, Punkt. Mit Jagras reden ist cool. Okay, da will er nicht raus. Also das Lila finde ich ein bisschen zu hell hier, also... Ein bisschen dunkler, das wäre halt mega cool. Denk dran, rede mit dem Typ mit dem Ausrufezeichen. Ich reise schon mal zu einer Expedition dahin, ne? Ich weiß nicht, worum es geht, also ich sage einfach mal ja. Der ist ganz unten, oder? Nee. Ein Feuer? Direkt eigentlich rechts von der, wenn du runter gehst. Boah, allein diese Aussage, ich weiß, dass es eine gute Idee ist. Ich hatte sie. Ja. Er schmelzt sie da. Ja. Verteidigt, Talisman. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Muss noch weitermachen. Und man kann so Viechern reiten? Welchen Viechern? Auf Jagras. Ja. Ja. Kann man. Bleibt das bei Jagras oder wird das noch mehr? Das wird noch mehr. Wie cool. Also verschiedene Varianten davon und auch was. Das ist nice. So, Korallenhochland, Expedition. Daniel, bei dir alles gut? Ja, ich war nur gerade über den Namen des Monsters ein bisschen erstaunt. Irgendwas mit Tzatziki. Tzatziki. Tzatziki ist das doch. Mhm. Ist das eine Art Kuluyaku nur anders? Ja. Ja, so vom Gebiet her. Ist das der. Das Pendant dazu? Mhm. Läuft. Kreativ würde ich es nennen. Allerdings hat er ganz lustige Tricks auf Lager. Ja, richtig lustig. Ein Blaupelz. Und will ich jetzt mal hier runtergehen? Gehe ich jetzt den richtigen Weg? Ich glaube ja, ne? Ja, du musst dich allgemein sowieso umsehen. Bestimmt noch viele neue Pflanzen, ne? Ja, alles anwandern. Das sowieso, das auf jeden Fall. Ah. Nee, Kraut. Hier, was sind das hier für Glibberpflanzen?
Da komme ich. Seid ihr da oben? Weiß nicht. Baut. So, dann kann ich jetzt einmal auf diesen Schnurtrupplern reiten, ne? Wie war das jetzt? Liko-Info? Ne, wie war das jetzt nochmal? Hab ich doch gesehen. Okay. Dann nicht. Was du machen wolltest. Ich wollte erstmal mir so Viecher herholen zum Reiten. Aber ich glaube, irgendwie geht das nicht. Irgendwas habe ich wohl überlesen, übersehen. Das ist nicht so ziehen. Ich hab sie gerade 10. Ich lass mir gerade Zeit. Ich auch. Ich habe noch ein paar Schamus getötet. Ich lass mir ein bisschen mehr Zeit, weil ich kenne das alles noch nicht hier. Ja, alles gut. Muss ich schauen. Ja, wie ausgewachsene Fledermäuse oder was hier, ey. Oh, Honig. Was sind das für blaue Blasen, die da hochsteigen? Kann ich das ballen? Was der. Oh Gott. Wo geht's hier hin? Ich hab den Paoluma gefunden. Oh. Der pustet und schnappt, also kommt vor sich hin. Ich puste und puste. Wo war nochmal der Lagerplatz eigentlich? Gute Frage. Ich glaube hier in der Nähe. Der erste, den oder ein anderer? Ich bin noch nicht so gekommen. Da kann man durchkrabbeln. In der Nähe von dem Legion. Ja. Ach, hier ist er noch. Weißt du, wo diese Rutschbahn war, wo der immer abhängt? Vom ja. Berg? Ungefähr weiß ich das nur. Alle für eine Sprengnüsse. Es sind aber gerade ganz wenig. Spuren. Ja, ich habe auch nur eine bisher gefunden. Dann ich brauche ein paar mehr, um das Vieh zu finden, ne? Finden kannst du es immer, aber. Ihr beide habt schon? Nee. Ich habe noch. Das Viech habe ich gefunden, aber. Lagerplatz halt noch nicht. Ich hab ein Paolumo gefunden. Glaube ja, ich. Wenn du da nach rechts gehst, kriegst du auch mehr Fußspuren. Alter, das ist viel groß. Ach, das hier ist Pustefee, was du eben meintest. Oh, ja. Ja, genau. Ja.
Sehr gut. Also ein Orkan ist ein Scheiße gegen anscheinend. Oh, der hat eine schlechte Atmung. Oh oh. Ich hab was anderes gefunden. Will man das finden? Sind das für komische Aale, die hier da unten aus dem Boden gucken? Ich weiß nicht mehr den Namen, aber du kannst sie mit dem Netz einfangen, wenn du gut bist. Du musst dich allerdings anschleichen. Ich hab den ja sowas auf den Keks. Ich hab Legiana gefunden. Das ist das Problem, was ich gerade hatte. Was seid ihr denn? Keine Freunde anscheinend. Nee, das fällt immer in die richtige Richtung. Ah, ich habe was gefunden. Als Lagerplatz. Das brauche ich. Hier muss ja. Sie hat mir was gesagt gehabt. Mach Modellpartner, ich hab da was markiert. Ja. Wenn du zu lange brauchst. Ah, schau mal. Mann. Wie viele von euch gibt's denn? Digga. Was gehen wir da auf Keks, ey? Ich so. So, Ende im Gelände hier. Ach ja. Amos Lederhaut. Und noch mehr davon. Und eine Klaue. Lederhaut. Hätte hier doch irgendwas anderes. Aber man merkt, neues Gebiet, die passen viel mehr. Ja. Eine Schuppe. Perfekt. So, was seid ihr? Ich hab aber keinen, der da süß. Ein Blitzkäfer. Wie komme ich da jetzt rüber? So nicht. Vielleicht über die Ranken, ne? Efeu. 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 Freu dich mal. Efeu dir. Ich habe eine fliegende Meduso gefangen. Glückwunsch, darfst du behalten. Nee. So, gehen wir da. Oh ne, schon wieder, Oh, Scham aus. Aus. Geh weg jetzt.
Was für ein Keilkäfer? Keine. Gucken, wo ich hier hinkomme. Vitalitätswespen. Ich bin ja halt schon irgendwo, ey, was? Da sind die Käferfänger. Oh, ich erkunde mal das ganze Gebiet eben und dann fangen wir an mit der Story, ne? Alles klar. Nee, ich hab den Lagerplatz auch gefunden. Ich find's aber auch gerade echt mal ganz nice, hier überall lang zu laufen. Mhm. Ja, aber nicht, dass ich echt zu lange brauchen werde, aber. Oma nicht? Eine Omenfliege. Oh man. Fliege. Der Licht, der mir herläuft, ey. Oh, ich weiß es nicht. Da. Komm her. Wo bin ich jetzt hier schon? Was? War gar nicht gewollt, nein. Wo bin ich hier? Ah, hier bin ich. Okay, jetzt weiß ich wieder. Von der Seite bin ich seit noch. Oh Mann. Hier geht's wieder hoch. Körper. Ah. Ein Wasserkernerz. Aha, aha, aha. Kann ich noch weiter runter? Wie weit runter geht das denn hier? Lass uns tief sinken, Daniel. Ganz, ganz tief. Eure. Mehr als sonst schon. Oh, ich freue mich. Gut gehalten. Aua. Was denn, hast du Schmerzen? Jo. Hast du Schmerzen, Daniel? Nee, nee. Also irgendein Bossfies da hinten. Was habe ich da gefunden? Mal gucken. Okay, ich bin an irgendeinem Luftschudel, wo ich noch nicht hin darf. Interessant. Was für ein Vieh habe ich da gesehen? Ach, das ist der Paolomo, okay. Nee, ich bin nicht so doch. Die nächste Quest ist übrigens auch wieder alleine. Also können wir erstmal jetzt Gas geben, ja? Kann sich bei mir aber echt um Schlotten handeln. Fackelwurm heißen die komischen Dinger, die aus dem Boden kommen. Genau. Ich hatte nämlich von dem, was wir machen sollten, noch nichts fertig. Ich habe einen Adon-Angler gefunden. Ah ja. Eine Perlenauster. Was ist das nächste? Die hat man heute markiert. Das nächste ist auch wieder alleine. Palumo sehen. Oder hab ich schon. Ja, aber jetzt offiziell. Ah.
Bei mir war es leider nicht der Falume, bei mir war es leider die Legiana, die ich gesehen habe. Die hat mich Gott sei Dank nicht gesehen. Ich hab's ja auch gesehen, die ist gerade weggeflattert. Ja, bei mir auch. Also die Paulumo, ne? Nee, noch ein anderes Vieh. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das einfach schon jetzt schon sehen möchte. Aber ich habe hier Fußspuren. Er hat Fußspuren. Nach lange mal wieder, ja. Achso, die Quest, jetzt weiß ich wieder. Ah, der Lagerplatz. Den muss ich erstmal aufbauen, ne? Ja. Genau. Für eine Nebenquest, also so eine Lieferung. Ja gut, dann das war wohl jetzt mal diesen großen Monsterknochen brauchen, ne? Genau, zum Beispiel. Ah, genau. Dann gehe ich jetzt mal weiter nach dem Vieh suchen. Ich bin ja eigentlich schon auf dem Weg. Das sind ja jetzt ziemlich große Spuren. Nein. Dann hast du das falsche Viech. Das sind Kerben. Ja, das ist das andere Viech. Ah, genau, das ist das Viech, was wir gefunden haben. Wo du noch nicht sicher bist, ob das Viech finden willst. Sollte ich dem näher kommen? Wenn du okay. Als Futter dienen möchtest. Tschüss. Ausprobieren. Ich meine ja nur, vielleicht findet es sich ja besonders appetitlich. Dann wissen wir Bescheid, dann nehmen wir dich als Köder und wir kloppen drauf. Also wir sind da sehr relativ flexibel, wie seht ihr das? Ja. Klingt nach Vogelfutter. Hier drin müsste ich ja safe sein, oder? Individualisiere das Aussehen deiner Waffe. Das Anhänger dafür machen. Okay, also hier in diesem Unterschlupf wärst du safe. Gut. Aber der Kampf ist nicht vorbei. Und Talisman, Mana. Mana. Ja, schön, dass ich das nächste Ding gefunden habe, aber nicht das, was ich suche. Den findest du relativ am Anfang. Echt? Ja. Schlecht. Dann bin ich weggelaufen. Bevor du den Berg hoch kletterst. In der Nähe von den Schamas. Oh, dann war ich echt zu viel zu weit. Aua. Naja, dann runter. Gut, dass es keinen Fallschaden gibt. Hier bin ich. Da fliegt was. Der Palumo, der scheint ja ein richtig friedliches Wesen zu sein, wa? Zumindest tut er nichts, wenn man nicht selbst angreift. Solange friedlich bist, nicht angreifen. Sind aber einige, so. Ich glaube, das Kleinvieh, das geht einem mehr auf die Nerven als die Großen. Das ist wie mit großen Hunden und kleinen Kleppern. Ja, nämlich. Das ist der Palumo. Da ist irgendwas mit Zizaraziki. Wir haben ihn Zizaraziki getauft. Ja. Achso, ich kann ja direkt einmal los und die Kapseln angucken. Ist vermutlich bei dem Süden, oder? Ich habe Paparazzi passt gefunden. Eigentlich auch ganz gut, Chrissy, oder? Was? Paparazzi passt auch ganz gut. Ja, das stimmt. Nett, ich fall einmal runter. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Oder will ich überhaupt hoch? Nein, da muss ich hoch. Okay. Ich denke, ich höre das andere Lager. Wo ich los muss hier. Ah,
Titrazin. Oh, ja. Wow, das ist die Haut von Zitrus. Ich finde, wir Paulumus-Spuren. Gehe ich mal in die Richtung. Schlafkröte. Meine. Ich habe es mal nach Tetrazin gegoogelt. Bubble Tea, ein leckeres Modegetränk oder Prezi. Tetrazin, zitronengelber bis orangefarbener Lebensmittelfarbstoff. Ah. Tetrazin? Ah, ich habe glaube ich die richtige Spur gefunden. Nice. Ah, ich bin also am Anfang direkt in die falsche Richtung gelaufen. Genau. Cool. Das ist halt auch schwer, Jackpot, aber was soll's. Ist nicht schlimm, das ist auch so ein Talent von mir, Diablo grundsätzlich die richtigen Wege zu laufen, anstatt erstmal das komplette Level zu erkunden. Ja, irgendwie, man kann es sich halt auch einfach machen, ne? Ja. Schönen guten Tag. Oh, ein fester Knochen. Kann ich euch das Haustier adoptieren? Entschuldige, dass ich gefragt habe. Da fliegt doch weg, Arschloch. Was hat mich da jetzt angeknurrt gerade eben? Ach, hier war das.